Danke, vielen Dank. Ich bin sehr froh, nochmal hier im Finale stehen zu dürfen, weil ich vorhin in der Vorrunde was vergessen habe. Es ist so eine große Freude, hier im Deutschen Schauspielhaus zu stehen vor 1200 Menschen. Da wollte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass ich wieder Single bin. Und das ist toll und neu und aufregend, aber es ist auch ein bisschen schwierig, also ich bin so ein bisschen aus dem Game, sagt man heute, ich bin raus aus dem Game. Ich weiß nicht mehr, wie man das macht, wie man einfach so unverbindliche Gespräche führt in einer Bar, einfach, also man kennt so Flirtspiele irgendwie, wie den Beruf zu erraten, und die meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, wissen nach einem 2-Minuten-Gespräch mit mir, dass ich Germanistik studiert habe, weil ich sie in der Zwischenzeit 3-mal auf den falschen Gebrauch des Konjunktivs hingewiesen habe. Aber ich selbst bin da sehr lausig, und ich meine wirklich richtig lausig drin. Also das hört sich dann in etwa so an, oh, was machst du so beruflich? Rate doch, keine Ahnung, reist du durch die Gegend? Auch international? Ja. Bist du Fernfahrerin? Das will nicht ganz aufgehen, aber ich hab einen guten Freund, der hat mir einen sehr hilfreichen Tipp mit auf den Weg gegeben. Er hat zu mir gesagt, Nektarios, wenn du in irgendeiner Bar ein kleines Gespräch anzetteln willst, dann musst du nichts weiter tun, als, also du tust Folgendes, du nimmst ein Stück Gouda mit in die Bar, und wenn du dann gefragt wirst, hä, was machst du mit dem Gouda hier in der Bar, dann musst du nur sagen, der ist für meine Mausefalle. Und du bist reingetappt. Ja, ich merke schon an den Reaktionen, ja, der Freund mit dem Tipp, das war ich selbst. Aber ich muss, also der Plan funktioniert, das geht total auf, wenn der Plan darin besteht, nachts alleine in der Fötusstellung kauernd Gouda zu essen, dann kann ich das nur empfehlen. Wobei ich war neulich in einer Bar, da hatte ich eine Taucherbrille und einen Schnorchel dabei. Und als ich gefragt wurde, hä, was machst du mit der Taucherbrille und dem Schnorchel in einer Bar, da habe ich gesagt, ich bin Perlentaucher. Und ich glaube, ich habe gerade eine gefunden. Auch sehr nicht zu empfehlen ist der Abakus, also gerade für die Mathematiker unter euch. Also man braucht dafür nur einen handelsüblichen Rechenschieber, so mit Holzkugeln dran. Und wenn man dann gefragt wird, was machst du mit einem Abakus in der Bar, dann muss man nur antworten, ich wollte meine Chancen bei dir ausrechnen. Oder ich wollte eine Nummer schieben. Ich entschuldige mich für alles, was bisher passiert ist, und bleib aber beim Thema Liebe. Prolog. Als ich ihr in die Augen sah, färbte sich der Himmel über mir rosa. Kleine Vögelchen schwirrten aus meinen rot glühenden Ohren und jagten den Schmetterlingen hinterher, die in Schwärmen aus meinem Bauchnabel schlüpften. Bunte Einhörner galoppierten auf noch bunteren Regenbögen und deutsche Tornado-Kampfjets summten schwer verliebt eine herzförmige Chemtrail-Formation hinter sich her. Mein Herz drum und basste hektisch vor sich hin, mein Gesicht wechselte im 4/16-Takt seine Hautfarbe und meine Beine wurden weich und schmolzen dahin wie bei diesen Polizisten aus Terminator 2. Ich bin nicht so gut mit Metaphern, muss ich an dieser Stelle erwähnen. Alles war so aufregend, so neu, so einzigartig. Ich fasste all meinen Mut zusammen, befreite mich aus meiner Angststarre, legte meinen zitternden Finger auf ihr Gesicht und wischte ihr Profilbild nach rechts. Matt. Ich war so crazy in love. Also an dieser Stelle, also Tinder ist so eine Art Leitmotiv in meinem Gesamtwerk, das wollte ich hier an der Stelle erwähnen. Ja, ich gebe es zu, ich habe ein Tinder-Profil, einen Stall auf dem Viehmarkt der Verzweifelten, einen frischen Tresen im digitalen Fleischwarenhandel, einen Account in der App, auf der man auf gar keinen Fall viral gehen sollte. Und von allen Seiten höre ich dasselbe. Was? Du hast Tinder? Hast du sowas nötig? Also ich habe das ja zum Spaß mal runtergeladen, aber dann auch gleich wieder gelöscht. Ist ja schon arm, wenn man sowas nötig hat, aber witzig finde ich es ja schon. Leute, ich verstehe die Aufregung nicht. Tinder benutzen ist doch dasselbe wie in eine Swaggy-Bar zu gehen, sich einen Jiggy-Drink zu bestellen und ein bisschen smoothe Konversation mit Menschen zu führen, auf die man steht. Nur ohne Swaggy-Bar, Jiggy-Drink und smoothe Konversation. Dafür aber mit umso mehr Menschen, massenhaft vielen Menschen, ungefähr 20 pro Minute, das sind 1200 Vorschläge in einer Stunde, was auch der Grund ist, warum man Tinder niemals auf dem Dorf benutzen sollte. Oder als Lehrer. Oder als Dorflehrer.
in einem leeren Dorf. Die meisten Kritiker finden es oberflächlich, wenn man seine Erstauswahl nur nach Profilbildern trifft, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das doch immer so. Nur, dass man im Alltag sein Profilbild im Gesicht trägt, mit weniger Filter, aber das Prinzip ist dasselbe. Schöne Menschen sind nun mal hübsch, weil sie sehr gut aussehen. Das ist so. Und klar ist das oberflächlich, aber darum geht es ja auch. Das Beste an Eislaufbahnen, Brathähnchen, Creme Brûlée, Smartphones, Handtüchern und sexuellen Abenteuern sind die Oberflächen. Leute, die sexuelle Revolution liegt 30 Jahre zurück. Wir können einfach so miteinander schlafen, wenn wir wollen. Ich lasse das kurz so im Raum stehen. Und wir können es auch sein lassen, wenn wir nicht wollen. Nein heißt nein und ja heißt vielleicht. Aber es ist doch nichts dabei, einfach nur so Sex zu haben. Hört doch bitte auf, so zu tun, als würdet ihr euch wegen der tollen Musik und der gemütlichen Atmosphäre in eine 120 Dezibel Legebatterie sperren, um euren Monatslohn für Drinks mit Salatgurken auszugeben. Natürlich wollt ihr jemanden aufreißen, also warum nicht mal ohne Hörsturz glücklich werden? Es wäre so viel einfacher. Unsere Vorfahren hätten auch getindert, wenn sie die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Schon Adorno schrieb in seiner Dialektik der Aufklärung, Mythos ist Aufklärung, Aufklärung schlägt in Mythologie zurück, und Spiegel-Selfies sind voll für den Arsch, Leute. Und auch Jesus Christus lehrte, wenn du einen Rechtswisch bekommst, dann halte deine Backen hin oder so ähnlich. Ich meine, wie schrecklich umständlich wäre unsere Welt, wenn man jeden verdammten Klempner erst ins Kino ausführen müsste, bevor man ihn mit sich nach Hause nimmt. Hallo, spreche ich da gerade mit dem Installateurbetrieb Lutzke und Schlackermann? Ja, ich wollte fragen, ob wir zusammen Kaffee trinken gehen. Und ich würde ihm natürlich den verdammten Kaffee ausgeben und anschließend würden wir Drinks trinken und Kennenlernspiele spielen und irgendwann säßen wir zusammen bei mir auf der Couch. Ich würde uns Rotwein einschenken, ein wenig seichte Musik auflegen und ihn dann ganz schüchtern fragen, ob er jetzt endlich mein scheiß Klo reparieren könne. Und er würde dann ganz empört sagen, was, darum ging es dir die ganze Zeit. Leute, also was ich im Grunde genommen sagen will, ist, zieht den Stock aus dem Arsch und wenn ihr drauf steht, dann schiebt ihn wieder rein, macht euch locker und vor allem liked mich auf Tinder. Dankeschön.